Ich... Sagt seine Exzellenz, ich bin... Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn instand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Ich zeig's euch. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng, das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Euer Gesichtsausdruck. Hier, ich zeig's euch. Unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die 5 Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Topkapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Igün leer. Was macht ihr da?
Piri Reis? Ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis? Hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sieh, er sagte, ihr könntet mir den Standort von Nikolopoulos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floranzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polofaktorei, westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt zum Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf. Falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Köpek Orlo. Ich muss diese alten griechischen Karten mit den Daten von Admiral Kolumbus abgleichen. Aber es ist, als vergleiche man Karten von der Erde und vom Mond. Was für ein Chaos. Ah, Ezio. Erfreut mich. Lasst mich euch was zeigen. Wie wäre es mit diesen Giftbomben? Wie tödlich sind die? Recht tödlich, Dostum. Wir destillieren unser Gift aus der Datura-Pflanze. Eine hübsche kleine Blume mit tödlichem Geheimnis. Diese hier tötet. Langsam, aber sicher. Seid vorsichtig. Zu eurem Wohl. Und dem anderer. Grazie. Der Teufel wird deine Sünden sicher 10-mal bestrafen. Was soll denn der Unsinn, Elites? Seid ihr krank? Was ist los? Sprecht schon! Elender! Es war kein natürlicher Tod.
Amanal, das war Gift. Äußerst unschön. Sehr geschickt. Türkische Rauchbomben. Seid ihr neugierig, wie sie wirken? Sollte ich. Ich habe schon früher Rauchbomben benutzt, mit wechselndem Erfolg. Aber nicht unsere. Wir haben ein Spezialrezept. Für dichten, dunklen Qualm. Werft eine von ihnen und eure Augen sind nutzlos. Verlasst euch auf eure Ohren und all die anderen Sinne, die ihr kultiviert habt. Andere Sinne? Wie meint ihr das? Man erzählt sich, Ezio, dass ihr ein besonderer Mann seid, mit besonderen Talenten. Erzählt es nicht weiter. Unruhe zu schützen. Behandelt?
Was? Noch da unten? Du bist sehr mutig. Und wie war's? Dieser Safari. Was nun? So was sieht man nicht halt, jeden Tag. Brenda. Wahnsinn. Vollkommen irre. Merhaba. Teppich unserer Stadt im Vorbeigehen und hinterlassen nur Mühsal auf ihrem Pfad. Seit 10 Monaten arbeite ich an einer neuen Karte für Bayezid. Doch er ist alt und ich ein Perfektionist. Vielleicht weiß der nächste Sultan meine Arbeit zu schätzen. Nun, wie kann ich helfen, Ezio? Rauchsignalbomben. Wie funktionieren die? Ihr kennt sicher das alte Sprichwort, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Die Bomben spielen mit dieser Idee. Sie erzeugen eine dichte Qualmwolke, damit die Stadtwache glaubt, es brennt irgendwo. Diese Bomben sind leise. Es werden also nur die angelockt, die den Qualm sehen. Raffiniert. Ich werde es probieren.
dieser Geruch. Da hat doch jemand eine Bombe gemacht. Wir haben es wohl mit einem Meister der Alchemie zu tun. Was zum Teufel? Ich steht mir nicht im Weg. Gott schütze uns. Nasselzinnes. Klar, was ist bei mir passiert? Nicht noch eine ruhige Schicht. Dieser Geruch. Da hat doch jemand eine Bombe gebastelt. Entsprecht seinem Willen, findet die Assassinen und lasst sie seinen Zorn erfahren. Oh oh, er ist ja komplett von Sinn. Nicht weiß, ich bin und Gerüchten gerechter Rache einlullen. Wir müssen zusammenhalten, um sie nieder. Werde ich dir.
Erzählt mir von euren Spezialhülsen. Nun, ich habe einige klebrige Harzbeutel. Mein Onkel Kemal war sehr angetan davon. Während Bayezids Krieg gegen Venezia war er Kapitän der osmanischen Marine. Er mochte die Harzbomben, weil sie an fast allen Flächen haften. Am Rumpf von großen Schiffen zum Beispiel. Ich verlor viele Freunde in diesem Krieg. Wie wir alle, Ezio. Und wegen dieses Krieges wurde ich ein Assassine. Ich hasse die künstlichen Grenzen, die unsere Herrscher zwischen Völkern errichten. Wir führen Krieg gegen den Krieg. Eine traurige Ironie. Es wird immer Ironie bleiben, Evet. Doch eines Tages vielleicht nicht mehr so traurig. Setzt es weise ein. Gerçekten de büyük bir durum. Taverne wieder eröffnet haben. Ich hörte, dass sie eine Karawane von flüchtenden Waisenkindern. Hoppla. Wenn ihr Sterbehilfe sucht, seid ihr hier genau richtig. Ich würde das ungern wiederholen. Keine Pause. Das ist wie in 10 Minuten. Werfen wir diese Fest gemeinsam mit den Byzantinern aus. Wenn wir kämpfen, dann soll es so sein. Dass das erhabene Konstantinie nur zuschaute und seine stolzen Bürger in der Not alleine ließ. Wir müssen die assassinische Bedrohung finden und vernichten. Der großartige Bayezid und der weise Prinz Ahmed haben einen neuen Wettbewerb für die Kisserei.
komische Kleidung. Bestimmt ein Franzos. Der Alte da, den kenne ich doch. Platziert euch dort! Platziert euch dort! Platziert euch dort! Wartet dort! Platziert euch dort! Ihr müsst diese Stellung halten! Verteidigt das Gebiet. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Verteidigt das Gebiet! Platziert euch dort! Sichert diese Stellung! Platziert euch dort. Verteidigt das für mich. Wartet dort! Platziert euch dort! Platziert euch dort! Platziert euch dort! Sichert diese Stellung!
verteidigt das Gebiet. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Platziert euch dort. Wartet dort. Die hier sieht seltsam aus. Wie nennt ihr sie? Eine Sprengfalle. Eine der subtilsten Methoden, unseren Feinden auf die Füße zu treten. Seht ihr diese dünnen Drähte dort? Die Bombe detoniert nur, wenn einer von den vielen Drähten bewegt wird. Sehr nützlich in engen Gassen. Oder unter dem Sitzkissen irgendeiner Pferdedroschke. Aha, Ezio Auditore. Ihr seid ein hinterhältiges Haiwan. Ich sollte Abstand halten, auf das ja mein Feingefühl nicht verletzt. Oh, ihr werdet es überleben. Natürlich. Aber sprengt euch nicht die Hände ab, ja?
Könnte vorstellen. Ich benutzte meine erste Bombe, bevor ich 20 war. Ich segelte unter einer unbekannten Flagge über das Mittelmeer und nannte mich Freibeuter. Die Francesi würden Corsair sagen. Nein, sie würden sagen, Mord, o Heretik. Mir fehlen die Tage auf rauer See. Die Gischt und die wogenden Wellen. Eines Tages werde ich wieder in See stechen. Doch bis dahin bin ich für meine Assassinen da. Hier, eure Bombe. Benutzt sie mit Sorgfalt. Hallo. Guten Abend. Heilanet! Ich verschwinde von... Ein Toter. Sag mir mal einer, was hier passiert. Ich hab's hat überlebt, weil seine Gesetze und Nobel sind. Die Bewahrer... tragen diese Flamme weiter und verfolgen auch die Ideale weiter, die diese schöne Stadt einbringt. Gibt es einen Grund für diese Grobheiten?
Wozu die Eile? Versuch das, Ezio. Eine Krähenfußbombe. Eine humane Art, Verfolger aufzuhalten. Die Vorstellung gefällt mir. Als ich das erste Mal mit meinem Onkel Kema segelte, vor mehr als 20 Jahren, hatten wir in vielen rauen Häfen viel Freude damit. In Rodas zum Beispiel war es so einfach, die Palastwachen der Malteser wegzulocken. Direkt in ein Feld mit diesen Krähenfüßen. Ach, wie sie da in voller Rüstung auf der Straße getanzt haben. Nichts kann würdeloser sein. Probiert's, ihr werdet sehen. Ich bin sehr umgänglich, aber auch meine Geduld hat Grenzen, ja? Nicht, ja? Was machst du da? Hau besser ab. Heute Nacht wird deine Leiche wunderschön brennen. Hey, brauchst du eine Abreibung? Los! Los! Jetzt! Nicht so weg hier! Einfach nur weg hier! Auf ihn los! Seid gegrüßt, mein Herr. Hilf
retten ihn! Was für ein Spektakel! Die Art der Fortbewegung. Wusstet ihr, dass auf den Karten der frühen Christen der Osten oben war? Sie dachten, der Himmel läge in dieser Richtung, noch hinter China, weil dort jeden Morgen die Sonne erscheint. Wie schön einfach, oder nicht? Das Jenseits auf Erden, Glassphären im Himmel und die Erde als Zentrum des Universums. Ha! Was für eine Pferdepisse! Aber ihr kommt nicht, um zu philosophieren. Wonach steht euch der Sinn? Ich brauche eine einfache und doch effektive Ablenkung. Dann ist diese Bombe das Richtige. Sie macht einen lauten Knall und lockt damit alle Soldaten in Hörweite an. Viel Spaß. Von den Redelsführern ist heute beim Verhör draufgegangen. Engels hat einfach versagt, wie bei diesem merkwürdigen Ritter. Erinnerst du dich? Bei dem Schiffsunglück vor Izmir. Gott! Das war ganz in der Nähe. Du wirst dich so schnell nicht verkaufen. Stirb, du griechischer Bastard! Ich muss meinen Onkel besuchen. Thank you.
Meisterhaft. Lasst uns beginnen. Die Wache denn unfähig, der Gewalt hier zu begegnen? Heilige Mutter Gottes, hört das Töten denn nie auf? Eine Minute, bitte. Oh mein Gott. Das böse Zeug. Vertrag geschlossen. Noch mehr Pfand. Ach so, ein Söldner, denke ich. Der sieht aus wie... Ihr da mit der Kapuze. Kommt doch mal her. Hey, ihr da, Xenos. Da, da, packt ihn! Keine Sorge, der kommt nicht mehr. Ihr werdet siegen, so Gott will. Gut, ein Mörder. Es gefällt mir, Ungeziefer auszuräumen. Runter! Yeah.
Hab ich den nicht schon mal gesehen? Irgendwas ist doch merkwürdig an dem Fremder. Von meinem Anteil, wenn ich tot Verdammt. Bin. Ich bin weg. Ihr habt nichts zu fürchten, Effendim. Ich werde euch nicht verraten. Oh, das hoffe ich doch. Vergebt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung. Ich bin stark, schnell und habe Schlag bei den Damen. Ein guter Anfang. Wie wäre es mit einem Rennen, hä? Ich beweise es euch. Sagen wir bis zu diesem Punkt dort? Nun, ich habe wohl einen Moment. Also gut, los! Hat er den Verstand verloren? Ich sagte, ich bin gut. Kein Gefühl für Sitte und Anstand. Oh!
bestimmt ein Franzos. Ein Wirksender. Ihr seid gut, alter Mann. Aber ihr seid auch nicht untalentiert. Jermann, wer ist das? Ah, Ella, komm. Das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Und du hast mir nicht geglaubt. Merhaba, Effendim. Wir schnappen nur frische Luft, Ella, und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein. Wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang. Jeden Tag. Am Galata-Turm. Verstanden? Evid. Natürlich, Mentor. Ich kann auch Furunkel husteln. Ich habe mein Bestes getan. Selam, mit dem Handy. Ja, so nicht weitergehen. Nein, also wirklich. Kommt, kommt! Hier gibt es gute Gesundheit. Vielleicht ein Söldner? Woher kenne ich den Mann? Packt ihn! Tempo! Ein Assassin! Bitte Gott, lass mich leben! Er ist flink wie der Wind. Du hier. Geh runter! Unterstützt die Bewahrer! Treibt die Assassinen auf! Und befreit die Stadt von ihrem Fluch! Auch ich zittere und bebe. Lass mich leben! Auch ich bin Sklave der Furcht, die ihre Anwesenheit verbreitet. Aber wir sind in der Überzahl. Lasst uns die Teufel gemeinsam besiegen! Dürfen wir mit den Wölfen verhandeln, die unsere Schafe reißen? Nein! Hunde des Teufels finden und ihnen das Leben. Arrogant.
Kämpft für eine ehrenvolle Sache, Arkadashim. Nicht nur ums Überleben. Wenn ich anderen helfen kann, so wie ihr mir halft, dann könnt ihr auf mich zählen. Thank you.
andere Dinge, die ihr sonst nirgends kennt. Ich hab's nicht mehr.